schnell und nicht zu oft mit dem Kopf. Halten Sie 2 Sekunden lang inne, bevor Sie das Wort. Aber natürlich war das auch der Fall, als sie sich zum ersten Mal die Zähne geputzt haben, was ihnen nach kurzer Zeit zur Gewohnheit wurde. Wie andere neue Fertigkeiten mögen ihnen auch charismatische Verhaltensweisen zunächst fremd erscheinen. Doch mit der Übung werden sie ihnen zur zweiten Natur. Und sie beherrschen sie so unwillkürlich wie Laufen, Reden oder Autofahren. Dieses Hörbuch hilft ihnen Schritt für Schritt, diese Kniffe zu erlernen und sich zu eigen zu machen. Wir nehmen es für selbstverständlich, dass es der bewussten Übung bedarf, um gut Schach zu spielen, zu singen oder im Baseball zu wetzen. Ganz ähnlich können wir durch bewusste Übungen Charisma machen. Und da wir tagtäglich mit Menschen umgehen, studieren wir sie automatisch. Da ich selbst zahlreichen Klienten dabei geholfen habe, ihr Charisma zu kultivieren, weiß ich aus langjähriger Erfahrung, dass man diese Ausstrahlung durch bewusste Übung verstärkt. Viele Menschen im unmittelbaren Umfeld meiner Klienten haben mir bestätigt, dass diese Klienten nach unserer gemeinsamen Arbeit anders wahrgenommen wurden als zuvor. Nachdem die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Berkeley mich darum gebeten hatte, einen Lehrplan für Charisma und Führungskompetenzen zu entwickeln, habe ich Studenten aller Semester beigebracht, wie man Charisma entwickelt. Wenn Sie die Instruktionen in diesem Hörbuch verfolgen, werden Sie mit Sicherheit Ihr Charisma verbessern. Sind Ihnen diese Verhaltensweisen erst zur zweiten Natur geworden, kommen Sie im Umgang mit Menschen ganz von selbst zum Charisma, ohne dass